Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Glückstag am 11. Dezember 2018. Es besteht alles aus Energie und wir Menschen haben ein Energiefeld und dieses Energiefeld umhüllt uns. Das ist unsere Ausstrahlung. Und es gibt ein Gesetz und dieses Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Wer jemand Probleme hat und Ängste, zieht genau solche Menschen an. Die haben auch Probleme, die haben auch Ängste. Oder die Täter zieht die Opfer an oder umgekehrt. Die Opfer begegnet mit ihren Tätern. Aber glückliche Menschen gibt es auch. Und sie begegnen mit anderen Menschen, die auch Glück haben. Oder ziehen sie das Glück an. Plötzlich gelingt es, etwas zu gewinnen, gute Geschäfte machen oder Glück zu haben, einen Parkplatz zu finden. Das wirkt unserem Alltag. Woher kommt dieses Energiefeld? Von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Es lohnt sich, Gedanken machen über unserem Denken. Und auch wie wir fühlen, immer angstfrei und immer positiv denken, optimistisch zu sein, das Leben auch mal genießen. Natürlich kommen Einflüsse von außen. Das müssen wir auch bewältigen. Dazu benötigen wir die Kraft und in Ruhe liegt die Kraft. Was ich in diesem Glückstagaufnahmen vermitteln, welche kosmische Energie stehen wir, weil das hat auch einen Einfluss auf unseren Alltag. Und das ist nicht immer harmonisch, aber wir können das ausgleichen und das tun wir auch. Wir haben vier Grundelemente. Feuerelement ist die Begeisterung, ist aktiv, das ist Leidenschaft. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Dann haben wir die Erde-Element, das ist natürlich unser Planet Erde und die Natur. Aber vermittelt uns noch etwas, ein fester Boden unter unseren Füßen. Und da stehen wir auch. Wir brauchen diese Sicherheit und Stabilität. Und befreit zu sein von etwas, endlich aufatmen. Weil wir brauchen diese Unabhängigkeit, diesen Freiraum und das verspricht die Luftelement. Und wir haben auch die Unbewussten, diese geheimnisvolle Welt mit vollen Gefühlen und das verkörpert die Wasserelement. Und das soll auch in Harmonie sein. Und wie ist gerade die Bewegung Sonne, Mond und Planeten? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion nach indischen Berechnung. Und das finde ich präziser als in westlichen Astrologie. Sonne in Skorpion verkörpert die Wasserelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Mars befindet sich im Wassermann, gehört zum Luftelement. Merkur befindet sich in Skorpion und das ist Wasserelement. Sehr interessant ist, dass Merkur gerade in ein Mondhaus steht, beziehungsweise sich bewegt. Und dieses Mondhaus heißt Anuradha, sehr geheimnisvoll, weil das verbindet uns mit unserer Hellsichtigkeit. Die dritte Auge. Akrab ist dieser Stern, was das auslöst. Und hier bei Merkur geht auch um Wissen. Jupiter befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Jupiter auch zum Wasserelement.
Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, das ist Luftelement. Wir brauchen in die Liebe mehr Leichtigkeit, das Spielerische und auch eine gewisse Unabhängigkeit, Freiraum. Nicht Einsamkeit, sondern Unabhängigkeit. Saturn grenzt etwas ab und hält die Energie zusammen. Saturn erdet und belehrt uns. Saturn setze ich in die Mitte. Nach diesem indischen Berechnung bewegt sich Saturn im Schütze und zeigt die Richtung, was wir gerade brauchen. Und das ist Auslandskontakte, Reisen, Sport, Bewegung. Und die Schütze zeigt etwas. Das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und die Energiefeld sagt aus unserem Selbst, unseren Wünschen, das ist der Fokus und die Richtung zeigt der große Lehrmeister Saturn, unsere Wünsche zum Leben. Das ist die Feuerelement, auch die Begeisterung. Wenn wir das Bild anschauen, sehen wir sofort, es fehlt die Gleichgewicht. Es fehlt etwas und das ist die Feuerelement. Das ist die Tierkreiszeichen wieder, mutig zu sein, etwas Neues anfangen, dann die Tierkreiszeichen Löwe, zu unserem Glanz zu stehen, uns mal in die Mitte stellen und nicht immer im Hintergrund drücken. Und natürlich die Schütze, die Bewegung, Reisen, Sport, Bewegung. Schütze vermittelt auch Themen wie Religion, Spiritualität und wie ich schon sagte, das Ziel ist unsere Wünsche. Die heutige Engel nach Kabbalah ist Engel Veuliach und hat die Zahl 43. Engel der Wohlstand herrscht über Reichtum, Wohlstand, über inneren Reichtum. Ist auch ein Schutzengel und heilt alten Wunden. Beherrscht die Talismanen, was uns Glück bringen soll. Führt uns zum glücklichen Leben, öffnet unserem Bewusstsein zu unserem höheren Bewusstsein, hilft uns, ein glückliches, erfülltes Leben zu leben, befreit uns von Sklaverei, von Abhängigkeiten und schützt vor Feinden. Weil dieser Engel ist die Engel des Glück und Reichtum, ich dachte, diese Düfte passt ganz genau. Die Duft der Rose bringt Glück. Und ich habe nochmal einen Duft für Reichtum, Gewinn. Es sind Räucherstäbe, sehr gute Qualität, befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Und das war diese Glückstagbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.